Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Mit dabei sind heute wie immer unser Barock Zombold. Moin. Unser Rachmador Rahman. Rahman Rahmador, Entschuldigung. Ach, einfach nur Rahmador, ist einfacher. Und zum grünen Abschluss natürlich noch unser Salentin Aquis. Moin, moin. Nur Rahmador oder nur Rahman? Nur Rahmador ist einfacher. Okay. Aber Rahman ist kürzer. Schafft ihr mir noch ein paar gute Holzstämme ran? Sie. Wenn das auch schwächere sein dürfen als 90? Nein. Klar, schmeiß einfach hin, das merkt er gar nicht. Wie, Knuffel. Da kommt kein einziger Stamm raus. Knuffel, das merke ich, wenn mir jemand hier was Scheiße hinschmeißt. Ja, wenn es zu spät ist. Schmeiß ich dir einen 89er hin. Der ist noch im 90er, so. Im 80 plus Bereich. Aber du wolltest 90 plus? Richtig. Ich kann leider noch keine Seide herstellen. Wir haben zwar so viel Seidenraupenkokon schon. Yay, eine Ulme 90. Ach, mal 93. Mal irgendwas mampfen zwischendurch. Gut, Hunger. Mahlzeit. Das muss ich gleich auch noch. So, gucken wir mal, wie weit das Schmelzen ist. Ich klopfe hier nochmal auf den Blasebalg, ja, hat das Metall nochmal einen Schub gekriegt. Ey, mein Beten hat mal wieder geklappt. GZ. Bin ich wieder auf Null. Ui, knapp am Zaun vorbei. Preise deinen Gott, denn er ist allmächtig. Was brauchst du für die Bleche? Eisenbarren. Platten? Platten, ne? Ne, Bleche oder Bänder? Metallband wird benötigt. Dann Platten. Platten, okay. Platten. Gieß ich dir Platten. So. Schmelzen. 17, 18 Stück rauskommen. Eisenplatte und Massenproduktion. Gib ihn. Bat, wer hat mir hier einen Vierer hingelegt? Ach doch, dass ich da aus Versehen mal was anderes hingelegt habe. Das war ich dann bestimmt. Das war der April-Scherz-Baumstamm. Dann passt das aber mit dem Jewelfest nicht mehr. Tja. Wo waren fertige Speisen? Bei meinem Haus, in dem Korb. Also die, nicht die bei draußen, der Küche. Die draußen stehen. Aber es wundert mich, aus dem Vierer habe ich doch tatsächlich einen Baumstamm rausgekriegt, einen Balken. Voll krass. Kommt er gerade angetapert? Ich nicht. Ich bin eine Pflanze. Photosynthese, du kannst mich gar nicht sehen. Wäre nett, wenn du den gammeligen Baumstamm wieder mit hochnehmen würdest. Ich schlepp doch jetzt keinen Baumstamm wieder mit hoch. Was denn hier? Irgendwann braucht man jemanden. Zersägt den einfach. Gerade wegen der Photosynthese bist du sichtbar. Aber nicht als Person, sondern als Pflanze. So, wir schmelzen hier fleißig dahin. Was dachtest du, wie viel kriege ich da raus? So 17, 18 ungefähr. Also ich bin schon bei über 20. What? Ach stimmt, die hatte ich danach über. Dann so 40, 41. Ah, okay. Dauert noch ein bisschen. Kriegst aus 80 Eisenerz 20 Platten. Oh, Alter. Ich habe da aber 360 drin. Was hatte ich denn?
Dann sind das 90, Barren, die du da rauskriegst. Ich hatte Barren geschmolzen, deswegen. Ich hab ja gar keine Platten aus dem Zeug gemacht. Und wie viel von den Platten brauche ich für ein Blech? 4. Und wir brauchten 20, ne? Ja. Muss ich 80 Stück schmelzen, boah. Aber dann kann ich die auch gleich schmieden. Der Skill ist hoch genug. Sollte dann reichen, ja. Übrigens könntest du als Gildenführer mal die andere kaputte Esse weghauen, wenn du dann fertig bist. Werde ich mich drum kümmern, ja. Ich hab schon geguckt, ich kann das nicht. Ahorn, super. Und wir schmelzen. Wir schmelzen immer noch. Ich kann mich Klettermeister nennen? Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Kletter oder Kälte? Kletter. Hm. Schwergewicht. Was hast du denn für komische Titel? Tja. Ich habe übrigens unsere Gilse umbenannt, ne? Gilse? Gilse, ja. Wie heißt unsere Gilse denn jetzt? Die planlosen 4. Macht Sinn. Obwohl die planlosen 3 würde dann dazu passen, dass wir planlos sind. Tja. Ihr seid 10 Mann, warum heißt die Gilde die planlosen 3? Wir haben vergessen, sie umzubenennen. Verstehst das Konzept nicht? War uns beim Gildenmeister damals zu teuer. Also von Anfang an die planlose Meute. Ah, das wäre ja logisch. Oh, ich könnte Schmuck herstellen. Das Gebäude hat inzwischen ein Fassungsvolumen von 9094 Gewicht. Jo. Ah, hier, wir wollen das doch nochmal umsetzen. Nimm das mal eben alles raus. Ich glaube, wir wollten doch das aus Mörtel. Ja. Es wäre einfacher. Jetzt ist es schon halb fertig. Außerdem kann einfach jeder. Genau. Wir wollen ja auf Deko bauen. Und dann hat man das auch mal gezeigt. Richtig. Zur Erklärung, Holzhäuser, meiner persönlichen Ansicht nach, sind schöner, aber im Holzbereich sehr teuer. Immortalhäuser sind einfach schneller gefertigt, weil die weniger aufwendiges Material brauchen. Weiß nicht, also ich mag die Fachwerkhäuser lieber. Ja, die späteren ja. Aber so, na, bis zum ersten zweistöckigen Haus finde ich die Holzhäuser tatsächlich besser. Okay. Das ist halt immer Geschmackssache, ne? Wobei sie das primitive Pflasterhaus jetzt auch umdesignt haben, seit wir angefangen hatten zumindest. Das sieht jetzt auch besser aus. Das sieht nicht mehr so furchtbar eklig aus. Also ich hatte ja gerade Schmelzen 0, als ich angefangen habe, ne? Ah. Ich bin jetzt bei 80 und noch nicht fertig. Und die Qualität der Barren dürfte entsprechend auch gestiegen sein. Ja, sie haut einen halt nicht um, aber sie wird zunehmend besser. Ich hole jetzt seit über 5 Minuten, bin ich hier am Gießen, ey. Wahnsinn. Kiefer ist auch Hartholz. Was ist auch Hartholz? Kiefer? Kiefer nicht. Das ist Kiefer ist weich. Also die stehen lassen. Ja. Also, kannst du auch umholzen, bringt uns aber gerade nichts.
Doch, aber aus Kiefer kriege ich nur 4 oder 5 Stämme. Ja, das ist für die Handles deutlich besser. Wie viel brauchst du noch? Oh? Oh, ich bin fertig. Kann nicht sein, fang nochmal an. Ich habe 90 Barren rausbekommen. Ui. Gut. Ich bin jetzt bei 132. Hatte ich doch gesagt mit den 90. Oh. 4 von 200. So, die alte Schmiede entfernen, sagst du? Ja, bitte. Halt, in der alten Schmiede ist noch das ganze kaputte Eisenwerkzeug drin. Einfach entfernen. Das kaputte Eisenwerkzeug bringt ungefähr 4 Eisenklumpen. Kann man es nicht opfern? Nein. Es ist weg. Deswegen schmeißen wir es ja direkt da rein. So. Du kannst es nur opfern, wenn es ganz ist. Weil sonst wäre es kein Opfer. So, dann brauche ich jetzt als nächstes einen Schmiedehammer. Müsste theoretisch entweder in meinem Inventar. Ich wollte gerade sagen, hier ist keiner. Aber ja, ich baue mir sonst auch einen, da kenne ich ja nichts. Musst du aber einen Händel für verschwenden und wir haben nur noch einen. Dann mache ich mir 9. Ich habe hier doch noch 2 Weichholz wieder ins Lagerhaus geballert. Ah, gut. Ich bin da ja flexibel. Ich kümmere mich ja auch um Sachen, die ich brauche. Dann mache ich 2 Händels, verbrauche davon einen. Sein Team. Aber dafür brauchte ich einen primitiven Hammer, um den Schmiedehammer herzustellen, ne? I need an Orsor. In meinem Haus. Ja, ich schleppe jetzt den Stamm eben zu dir und dann gehe ich zurück. Du brauchst eine Orsor? Was ist denn das? Beziehungsweise ich habe eine noch im Inventar, die gebe ich dir gleich. Ach, super. Ich muss ja sowieso nicht sägen. Ich will's nicht sagen, aber das Gemüse hat, glaube ich, einen Wachstumstick gekriegt. Dann mach's Haus fertig. Nicht hier, das Flachs. Das andere Gemüse. Schon fertig? Nö. Nein, von beiden sieht es nach wie vor so aus wie bisher immer. Okay. Nein, das hat keinen Tick gekriegt. Das ist ja noch nicht mal Pflanzen gewachsen. Oh, doch. Es wird nur unglaublich langsam dargestellt. Okay. Ja, ein Tick. Von hinten sehe ich es nicht. Aber noch nicht fertig, ja? Nein, nein. So, und dann Premiere. Ich schmiede das erste Mal selber. Du Arschloch. Was? Ich brauche einen Ast und keinen Händel. Das habe ich doch nicht im Kopf. Du erzählst mir was vom Händel, dann erzähl doch keine Scheiße, wenn du keine Ahnung hast. So. Amen. Du, weißt du, wann ich das letzte Mal so einen Hammer hergestellt habe? Ist eine Zeit her. Findest du? Ja. Oh, damals Anno Dozeno. Wohlgemerkt, ich brauche auch noch 40 Bretter. Da geht ein Haufen Holz durch. Da geht echt ein Haufen Holz durch. Und das alles zusammenzuzimmern, das wird interessant. Na, einen Barren haben wir noch, hervorragend. So, wir bauen uns einen Schmiedehammer. Das idyllische Klopfen.
Taste. Ah, so. Metallbänder. 20 Stück. Ja, los geht's. Was war das für ein Holz, das 94er? Ahorn. Knickt es. Weil? Ich habe zwei Balken aus einem 94er Ahorn-Satz rausgekriegt. What? Großartig, anderes Holz haben wir hier nicht. Wenn also für Balken ist Ahorn am uneffizientesten. Stehen noch ein paar Eichen, ich guck mal, was die haben. 6. Ich habe eine 93er Eiche gefunden. Sieben. Das ist nicht so wirklich zufriedenstellend. Tja, wir müssen nehmen, was wir haben. Das heißt also, für Holzanbau tatsächlich müssen wir Eichen nehmen. Da müssen wir da auch mehr Platz lassen zwischen den Plantagen. Bei den Eichen? Die Eichen bringen ja am meisten Holz. Ja, da brauchen wir doch nicht mehr Platz für. Wir brauchen auch nur ein Feld dazwischen. Ja, das zumindest, dass man da gescheit halbwegs durchlaufen kann, ne? Dann sieht's gut aus. Man kann es auch direkt aneinander setzen. Ja, aber es muss ja auch was fürs Auge sein. Das also Auge spielt mit. Wenn du dein Territorium schützen willst, ganz einfach, setzt du einfach um dein Haus einen riesengroßen Eichen. Sag ihm schnell. Wall. Eichenwall. Das Problem ist, da kommt jeder mit einer Axt durch. Dann bietet's auch nicht viel Schutz. Da kannst du den riesengroßen Eichenwall lieber umholzen und daraus eine Palisade bauen. Genau. Das sind alles nur so 1er bis 6er. Ja, ich glaube, unsere Holzvorräte sind erschöpft, die ich gesetzt hatte. Es sind noch ein paar gute Ahorn da, aber die bringen dir ja nichts. 10. Mittlerer Ahorn, der ist nicht ausgewachsen. Komm, den kloppe ich jetzt um und bring dir direkt die Balken mit. Mittlerer Ahorn, 94, nicht ausgewachsen. Da steht aber kein Mittel. Das mit dem Mittel kriegst du erst, wenn du es untersuchst. Das könnte erklären, warum so wenig. Ja, die ist idyllische Hemmung. Mittlerer Ahorn, 94 Mittel. Das gibt wahrscheinlich 2, dann wird das Doppelte wahrscheinlich 4 sein. Hust, scheiße. Auch nicht viel besser. Gucken, ob hier hinten bei den Eichen noch ein oder zwei gute Bäume im 80er-Bereich sind. Wie gesagt, ich habe eine 93er hingebracht. Ja, die anderen gucke ich gerade auch nochmal durch. Und den besten, den ich gerade umgeholzt habe, ist ein 10er. Die Eichen sind zwar hier schön und gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier mal eine Eichenplantage dann hinkommt. Nein. Der Wald konnte doch weg. Der ist weit genug weg von oben. Sicher? Ja, wir sind hoch genug. Die Eichen unten so alles weg. Hier oben, wo wir jetzt sind, kann ich meine Bäumchen hinsetzen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Hast du Inventarplatz? Das übliche, 92. Bleib stehen. So, das war das. Verdammt. Ohne Holz kein weiterer Bau. Beistämme hast du da noch liegen. Hast du die noch runtergebracht? Ich habe einen runtergebracht und einer lag da gerade noch. Der vor dem Hühnerstall? Ja. Das ist der 4er. Ja, zumindest 2 Balken hast du noch mal im Inventar.
Wenn du willst, kannst du sämtliche Bäume da oben Kahlschlag betreiben. Eine große 60er Eiche? Muss ich nehmen. Wir haben kein gutes Holz mehr. So, die 20 Bänder sind auch da. Dann besorge ich jetzt neues Erz, weil unsere Erzvorräte gehen zu Ende. Und dann schmelze ich uns den Stahl, sobald der Flachs fertig ist. Ne? Klingt nach einem Plan. Ich guck mal eben, wie weit unsere Pflänzchen sind. Und guckst du auch mal auf die Uhr? Die Uhr sagt, wir Zeit, ja. Haben wir erst eine halbe Stunde überzogen. Ah, okay. Bitte? Quatsch. Nee, ist gerade bei 21. Bis ich unten bin, die 10 Holzstämme abgeliefert habe, die 2. Ich bringe auch nochmal 2. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal zum Abmord. Also selbst wenn ich 6 Mist da reinklopp, kommt da nur 10 Flux raus. Ach, schade. Dann haben die was an der Menge geändert. Oh, es ist Nacht. Ja, darum renne ich auch wieder mit einer Fackel rum. Ja, vielleicht muss ich einfach mal neue Pflänzchen suchen. Vielleicht. Ja, obwohl, die anderen haben mit der besseren Qualität auch nicht wirklich was gebracht. Na. Aber hat sich einer die letzten Patch Notes durchgelesen? Nope. Hm. Nein. Hier ist eine Eiche 63 beim Lager. Merkt ihr, wo sie stand? Abmord. Ich fäll sie gerade. Da kriege ich wenigstens schon mal mindestens 20 Bretter raus. Das ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal. Ich hatte so viele Bäume gepflanzt und mit einem Schlag reicht das Holz nicht. Ich sitze. Bin auch da. Einer fehlt. Ja, ich bringe gerade einen Baumstamm weg. Dann lege ich den hier einfach erstmal kurz mitten in der Wachlachei. Hauptsache, du findest ihn wieder. Ja, das weiß ich nicht. So, ich habe gerade nochmal 9 Flussmittel hergestellt. Dann kann ich das nächste Mal direkt, wenn ich Erz besorgt habe, Stahl schmelzen. Wunderbest. Schön, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von euch verabschieden sich heute ohne große Worte Barok Zobold, Raman Rachmador und Silentin Aquis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Oh.